allerdings, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Pass auf, ein Wort. Einen schönen guten Tag. Ich bin's wieder, Detlef Rüsing aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Heute wieder aus dem Homeoffice. Es ist wieder soweit. Anfang des Monats, immer der erste Dienstag im Monat, eine kurze Episode auf ein Wort. Ich möchte Ihnen wieder einen kurzen Rückblick auf den vergangenen Monat, also auf den März 2020 machen, sagen, was im Moment gerade im Dialogzentrum passiert und was Sie in Zukunft, das heißt in diesem Monat im April 2020, von uns erwarten können. Was war? Wie Sie gesehen haben, Anfang des letzten Monats haben wir ein kurzes Video gepostet. Im Dialogzentrum geht's weiter. Wie gesagt, wir alle im Homeoffice. Wir haben im vergangenen Monat gepostet. Wir haben Videos gemacht. Ich glaube, wirklich auch gute Inhalte gepostet. Es gibt natürlich im Moment zum Beispiel keine Haustheater. Das ist der Situation geschuldet, weil dazu müssen wir drei, also Christian Müller-Hergel, Nils Hensel und ich, sozusagen in einem Raum sein, damit wir uns gegenüber sitzen und miteinander diskutieren können. Alles andere versuchen wir aber weiterzumachen. Also beispielsweise haben wir einen Lichtblick gemacht zur Schwerhörigkeit, das kritische Glossar, gab es eine Folge und auch vorgestern ist der neueste Podcast erschienen des Dialogzentrums. Also das geht weiter. Im Moment ist es so, dass wir natürlich weiter an unserer Tagung sitzen. Sie erinnern sich, der 4. November diesen Jahres an der Hochschule Osnabrück wird es die erste Tagung des Dialogzentrums geben. Das Thema ist das Team und dort sozusagen die therapeutische Wirkung des Teams. Wir hatten das ja einmal verschoben, dann auf den 4. November, weil wir noch tiefer in die Recherchen einstecken. Und so eine Zeit wie diese bringt zumindest das am Positiven mit sich, dass man auch mal tiefer in Recherchen einsteigen kann. Also, behalten Sie den Termin, notieren Sie sich schon mal. Ich gehe davon aus, dass das auch bis dahin klappt und dass wir uns alle wieder sozusagen face-to-face sehen können. Ich schaue gerade nach, was ist noch, Lichtblick, ja, was läuft noch gerade? Als ich dieses Video vorbereitet habe, ist mir gerade aufgefallen, dass wir jetzt genau ein Jahr zusammenarbeiten im Dialogzentrum. Wir sind im April des vergangenen Jahres angefangen, also wir sind ein Jahr dabei und dann habe ich mir mal die Zahlen angeschaut. Wir haben echt eine Menge Abonnenten, der Podcast wächst, wir haben viele Zugriffe auf unseren Blog, auf unseren YouTube-Kanal, auf den Facebook-Kanal. Also wir alle sind sehr zufrieden. Wenn Sie also unbedingt was loswerden wollen, Lob oder Kritik nach einem Jahr Dialogzentrum, bitteschön, fühlen Sie sich nicht gehindert, sondern ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von Ihnen. Das Einzige, wenn ich mir etwas wünschen dürfte im Moment, wäre es noch mehr in Kontakt mit Ihnen zu kommen. Ich weiß, manchmal haben Dinge nicht geklappt, weil wir so viele Kanäle haben, ist es uns nicht immer sofort gut gelungen, auf jedem Kanal entsprechend zu reagieren, sondern das eher zu bündeln. Aber auch denke, das haben wir jetzt mittlerweile gut hinbekommen, sodass es relativ schnell gehen müsste, bis Sie eine Rückmeldung haben oder auf einen Diskussionsbeitrag von Ihnen geantwortet wird. Was kommt im nächsten Monat? Im nächsten Monat, es ist schon am vergangenen Donnerstag der DNKP-Post, Neues aus dem DNKP, das ist schon erschienen. Es wird ein sehr spannendes kritisches Glossar auch im Monat April geben. Christian Müller-Hergel wird etwas zum Thema Psychosen und dort insbesondere zum Thema Wahn. Also passt das Konzept, das psychiatrische Konzept des Wahns auf den Wahn bei Menschen mit Demenz, auf den Bestehlungswahn oder welchen Wahn auch immer Menschen mit Demenz haben. Kann ich das mit den gleichen Kriterien, mit den gleichen Perspektiven erfassen oder brauchen wir eine andere Konzeption von Wahn, wenn es um Wahn bei demenzerkrankten Menschen geht? Also da freue ich mich schon sehr drauf, sehr, sehr spannend. Gibt es auch eine spannende Studie zu all das, wenn es denn gepostet wird. Sie finden ja bekanntermaßen alle Termine, wann etwas auf unserem Blog gepostet wird, auf dem Blog im Eventkalender. Dort sehen Sie es. Dann wird es eine neue Fallvorstellung auch diesen Monat geben. Auch sehr spannend. Ich werde einen neuen Lichtblick machen, wieder eine neue Studie vorstellen, von der ich mir vorstellen kann, dass sie uns allen in Zukunft etwas bringen kann oder die Ergebnisse dessen etwas bringen können. Und es wird auch wieder einen Podcast geben. Ich möchte an der Stelle noch einmal ausdrücklich darum bitten, uns Ihre Vorschläge zu schicken. Ihre Vorschläge, welche Themen wir uns angucken sollen. Aber auch, dass Sie daran denken, dass für Sie auf unserem Blog ein Platz frei ist. Nicht? Dieser sogenannte Ihr Platz.
Also wenn Sie eine gute Idee haben, eine gute Studie gelesen, von der Sie wollen, dass sie vorgestellt wird, wenn Sie eine Studie durchgeführt haben und möchten die vorstellen in Form eines Videos, in Form eines akustischen, eines Audiobeitrages, melden Sie sich einfach bei uns. Schreiben Sie uns an unter dzla@hs-osnabrück.de oder mich persönlich unter d.rüsing@hs-osnabrück.de. Sie finden aber auch sämtliche Kontaktdaten unterhalb dieses Videos und auf unserem Blog. Sie können uns derzeit telefonisch nicht in Osnabrück im Dialogzentrum erreichen. Aber auf anderen Wegen geht es. Also, wir haben eine Menge gemacht im letzten Monat. Im Moment ist sehr viel angesagt. Wir arbeiten natürlich auch weiter an der Idee der Spenden für die Arbeit des Dialogzentrums. Das liegt im Moment ein bisschen auf Eis, weil einfach das Präsidium an der Hochschule im Moment andere Prioritäten hat. Und das kann ich auch gut verstehen. Aber wir arbeiten weiter daran, weil wir natürlich eine Verstetigung wollen. Also, ein Jahr Dialogzentrum Leben im Alter. Wir sind sehr zufrieden, sehr glücklich damit und hoffen natürlich einfach, dass sich die äußeren Umstände für uns alle in kürzester Zeit nach Möglichkeit bessern, auch wenn ich der Überzeugung bin, dass uns das noch eine ganz schön lange Zeit verfolgen wird. Bleibt uns zu sagen, passen Sie auf sich auf, passen Sie auf Ihre Lieben auf und jede, die Ihnen begegnet, halten Sie Abstand und ansonsten lassen Sie uns wieder so bald als möglich in Verbindung, in die Nähe kommen, entweder durch Mails, entweder durch Videos, durch Telefonate oder wie auch immer. Also, passen Sie auf sich auf. Bis bald, Ihr Detlef Rüsing. Auf ein Wort.